Mein Name ist Philipp Hafig, ich bin Projektleiter des Projektes Edmonds Urzeitreich am Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt. Edmond, die Mumie eines Edmontosauriers, eines Entenschnabeldinosauriers, ist eines der wichtigsten Exponate hier im Senckenberg Museum. Sie wurde vor mehr als 100 Jahren in den weiten Wyomings im Westen der USA entdeckt, wurde hier vom Senckenberg Museum damals erworben und in langwieriger Arbeit freigelegt, um auch die Hautschatten dieses einzigartigen Exponates für die weitere wissenschaftliche Untersuchung freizulegen. Und seit da ist er auch unseren Besuchern zugänglich, hier in ihrem Schneewittchensarg im Senckenberg Museum. Was wir allerdings kaum wissen, sind die ganzen Informationen zur Fundstelle dieses herausragenden Exponates. Wir wissen, sie stammt aus der Lance Formation von Wyoming. Sie ist rund 70 Millionen Jahre alt. Aber wir wissen nicht genau, wie sah es damals aus, wie warm war es, wer lebte noch alles in diesem Ökosystem, was hat vielleicht zum Tod von Edmond geführt. Und aus diesem Grund hat sich ein Team von Senckenberg im Jahr 2018 entschieden, die Fundstellen dieses Edmontosauriers wieder aufzusuchen und an den Fundstellen weitere Freunde, weitere Verwandte von ihm auszugraben, diese nach Frankfurt zu bringen und diese in einem Multiproxy-Ansatz, das bedeutet in einem Ansatz, in dem ganz viele verschiedene Wissenschaftler zusammenarbeiten, zu untersuchen. Das bedeutet, wir haben jetzt hier nicht nur Wirbeltierpaläontologen, die sich diese Fossilien anschauen. Wir haben nicht nur Leute, die sich überlegen, wie sind sie denn zu Tode gekommen, sondern wir haben auch Leute, die sich die kleinen Bernsteine ansehen, die wir gefunden haben, die sich Pollenkörner ansehen, die uns verraten, wie die Vegetation damals aussah, die sich fossile Holzkohle ansehen und dabei herausfinden, es hat damals gebrannt. Es gab weitreichende Waldbrände vor rund 70 Millionen Jahren, also auch ein spannender Ansatz. Es gibt aber sogar Leute, die die Zähne von den Dinosauriern zermahlen, sie fein pürieren und aus diesem Staub, den sie gewinnen, geochemische Untersuchungen anstellen. Diese Untersuchungen verraten uns, wie sah das Ökosystem aus? Wie warm war es? Was haben die Dinosaurier gegessen? Sind sie herumgewandert? Gab es sowas wie große Büffelherden? Die waren damals dann Edmontosaurier. Wie sah das gesamte Ökosystem, die Lebewelt unseres Edmonds aus? Diese Forschungsarbeiten werden uns noch viele Jahre begleiten. Die Untersuchung solcher Multiproxy-Ansätze oder solcher gesamter Ökosysteme ist weitaus aufwendiger, als nur einen Dinosaurier zu beschreiben. Wir sind sehr gespannt, was wir in den nächsten Jahren noch an wissenschaftlichen Ergebnissen zu erwarten haben.